Jo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Wir kümmern uns weiter um Herausforderungen. Uns fehlen noch knapp 90 Stück. Haben einen sehr schönen Ladebalken. Das stimmt ja. Ich weiß nicht, wieso habe ich. Find dieses Rätsel hier immer noch nicht. Was schließen wir daraus? Ich kümmere mich um. Ich weiß nicht, es werden wahrscheinlich so 20 pro Sach. Ja, pro Gebäude oder Region. Fuck. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ganz hoch, stimmt ja. So. Auf jeden Fall, ich habe schon mal den ersten Part des neuen Projekts Let's Play, sag ich jetzt mal. Beziehungsweise ich habe schon mal den ersten Part komplett aufgenommen. So, wenn sich meine Stimme gerade ein bisschen schmerzhaft verkratzt anhört, das ist sie nämlich auch. Das, obwohl ich Tee trinke, wie so ein verhaltensgelittener Moment. Trotzdem, ich habe unendlich Bock weiterhin zu Let's Playen. Besonders im Moment. Also, verzeiht mir sowas. Keine Ahnung, was der macht, aber wird schon irgendwas machen. Ah ja, jetzt wissen wir, was er gemacht hat. Ich glaube, da lang müssen wir. Ja. Ah ja, ich weiß schon, was hier fehlt. Ich will dieses eine verdammte Rätsel. Ich glaube, ich werde jetzt auch hauptsächlich in dem Detektivmodus rumrennen. Einfach nur, um alles zu finden. Ach so, da oben war auch noch was. Und ich halte mal wieder die Fresse für den guten Herrn Killer Croc. Patientengespräch. Wayland Jones, alias Killer Croc. Letzte Nacht wurde der Patient nach einem Ausbruchsversuch ruhig gestellt. Wärter Aaron Cash ist im Krankenhaus. Es wird berichtet, dass der Patient Cash attackiert und im Kampf seine linke Hand aufgegessen hat. Cash hat Glück, dass er noch lebt. Er hat eine Menge Blut verloren. Ich auch. Ich wäre fast an seiner knochigen Hand erstickt. Das ist ekelhaft. Er hätte sterben können. Für mich ist er nur Nahrung. Und wenn ich erstmal was probiert habe, dann will ich auch den Rest wissen, was ich meine. Bringen Sie ihn hier raus. Sofort. So, damit haben wir das auch geklärt. So. So, für dieses kleine Nebengeräusche gerade. Achso. Mir geht es gerade echt verdammt gegen den Strich, dass ich dieses eine verdammte Rätsel nicht finde. Egal. So, aber ich muss sagen, das neue Projekt macht mir gerade auch unheimlichst Spaß. Aber bevor das hochgeladen wird oder weiter aufgenommen wird, muss ich hier erstmal fertig werden. Darum suchten. Ich will da aber noch nicht hin.
glaube, da war noch irgendwo was. Ja. So, hier haben wir jetzt den. Ich bin beeindruckt. Das war eins der schwierigeren. Tja. Hier waren aber noch ein paar mehr Rätsel. Nur habe ich keine Ahnung, wo hier die verdammte Karte war. Und sorry Leute, wenn ich hier jetzt echt verdammt viel mit M-Cuts arbeite. Auf dem Dach war noch jede Menge. Und da insgesamt waren auf dem Dach jede Menge Sachen. Drum schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Boah, mein Hals bringt mich um. Ganz ehrlich. So, schauen wir mal, was hier ist. Und ich glaube. Ah. Kümmern wir uns doch gleich mal hier drum. Ich weiß, es geht echt verdammt peillos los, aber wartet kurz los. So, da bin ich wieder. Von wo kommen wir jetzt? Ne, nicht von da. Das machen wir jetzt anders. Ich will jetzt echt die Arkham. Das Ganze auf den Inseln da. Da war die Tür. Sorry, wenn ich gerade echt verdammt verplant bin. Ja, Popschutz. Bleibt da. Ich hör sie, meine Stimme hört sich gerade so grausam an. So. Ich brauche jetzt erstmal diesen Krankenwagen. Weil irgendwo hier ist ein Krankenwagen und daneben ist eine Hütte und da drin ist dann die Riddler-Karte. Ah. Kann das? Kann das? Ja, ist sogar. Ich glaube, bei den Riddler-Karten will ich sogar echt nachschauen. Du weißt doch, wie man eine Karte liest, oder Detektiv? Nein, was ist das? What the fuck, wie viel fehlt mir hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Sachen, 8 Trophäen Minimum. Die 10. 2 Zähne noch. 2 Rätsel und eine Chronik von Arkham. So. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Ja. Ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Joker, sehr tollen Humor. Mal wieder. Ist hier noch irgendwas? Kann doch nicht sein. Die werden nicht nur eine Hütte bauen, um drauf, sage ich ja.
Mir fehlen jetzt noch zwei Dinge. Escape. So, dann geht's weiter. So Leute, wenn das gerade ein paar etwas ziemlich langweilige Parts sind, ach, da war ja noch was. Aber ich habe gesagt, es wird 100%. Ich werde auf jeden Fall sämtliche Rätsel machen. Und ich bleib dabei bei dem, was ich sage. Die Figuren werden wir uns am Ende wahrscheinlich auch noch alle anschauen. Ah. Alter. Es ist so verdammt schwer auszurichten. Oh, warte kurz, Leute. First try. So. Hier haben wir eine weitere Trophäe. Ah. Hier haben wir mal wieder einen CS bei der Arbeit. Jetzt fehlen jetzt eigentlich nur noch 1, 2, 3, 4, stellst du dich der Herausforderung? 5 Trophäen fehlen uns immer noch. Dazu noch 2 Zähne und eine Chronik. Irgendwo hier wird also noch eine Trophäe sein. Hier nicht. So, ist hier dann noch was. Also hoch geht's nicht. Hier geht's nur runter. Okay. Und ja Leute, ich habe mir gestern den Batman The Dark Knight Rises angeschaut und eigentlich wollte ich jetzt drüber ein bisschen was erzählen, ein bisschen über den Scheiß, den ich gerade mache, plaudern. Aber wie soll ich sagen, mir würde nicht allzu viel einfallen ohne, ich glaube, manchen Menschen die Lust. Du kannst das auf keinen Fall allein schaffen. Wer hilft dir dabei? Do you know what Internet is? Hier ist doch noch was. Ja, ich glaube, ich könnte nicht groß was drüber erzählen, ohne dem einen oder anderen die Lust an dem Film zu vermiesen. Auf jeden Fall ist es immer noch ein verdammt guter Film, aber es ist kein Batman. Ganz ehrlich. Okay, das heißt, unter dem hier ist noch was. Und ich hatte recht. Aber nicht das, was ich dachte. Aber auch gut, ganz ehrlich. Der
Frühling war ein Wendepunkt, ein neuer Anfang. Mein wahres Schicksal wurde herrliche Realität. Realität, ho. Der Mörder meiner Familie verschied bei einem tragischen Unfall. Diese Tiere können nicht geheilt werden. Wie Hunde reagieren sie nur auf Disziplin. Und wenn es damit nicht funktionierte, tja, dann mussten diese Unfälle wohl leider weitergehen. Ja. Was haben wir jetzt hier noch alles? Hä, wieso immer noch 3 Trophäen eigentlich? Gehört das eigentlich auch noch zur Arkham? Ja doch, die 3 werden wahrscheinlich auch noch zur Arkham West gehören. Auf jeden Fall ist es ein sauguter Film, aber es ist kein Batman mehr. Und leider Gottes bestätigt sich hierbei wieder die These, Nachfolger sind leider nicht immer so gut wie das Original. Okay, schauen wir uns The Dark Knight an. Ist ja eigentlich auch eine Fortsetzung auf The Dark Knight Begins. Ne, Batman Begins hieß er, glaube ich. Und das ist in meinen Augen immer noch der stärkste aller Batman Teile insgesamt wohlgemerkt. Ach komm schon. So. Nein, hier war nix. Wo waren hier die letzten 2? Egal, die werde ich jetzt noch kurz suchen. Ich habe da eine Idee, wo sie sein könnten. Ich hatte sogar recht behalten, jedenfalls bei einem. So, jetzt fehlt mir eigentlich noch eins. Ist da hinten was? Nein. Das heißt, mir fehlt hier wieder eins. Und eben diese 2 Joker-Szene, die ich separat online suchen werde, ganz ehrlich. Weil das mit dem Joker-Szene ist einfach nur zu behindert. Ich glaube, wir wenden uns jetzt als nächstes in der medizinischen Abteilung hin zu, genau wie es heißt. So, und zwar genau hier. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf 4 Beinen? Dann auf 2? Und schließlich auf 3? Ein Mensch. Ein Baby krabbelt man auf 4 Beinen. Als Erwachsener läuft man auf 2 und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die
warte kurz. Offenbar doch nicht. Ich dachte gerade nur, jemand kommt die Türen rauf. Treppe. Habe ich hier eigentlich schon die Karte? Ja, habe ich. Und hier müsste ich eigentlich auch noch das ein oder andere Rätsel hinkriegen. Solo. Hast du Probleme damit, meine Herausforderung zu lösen? Gibst du zu, dass ich schlauer bin als eine Fledermaus? Nein. Ich lief auf meiner Insel herum. Ich kam am Zuchthaus vorbei und ekelte mich bei den Gedanken an den Dreck, den es enthielt. Ich sah auf die Gotham Bay und das späte Lichter. Mir war klar, dass Boote noch mehr Degenerierte in meine Stadt bringen würden. Ich schwor einmal mehr, sie vor dieser Dunkelheit zu beschützen. Ja, auf jeden Fall zurück zu Batman oder insgesamt zu den Filmen. Da war noch ein Rätsel. Es war ein ziemlich guter Film. Aber mehr leider auch nicht. Ich meine, es könnte ein brutalst geiler Film werden, aber... kann ich das? Nein. Wo ist dein weiteres Rätsel? Ich weiß, hier war noch eins und ich glaube, es war ziemlich schwer zu finden. Aber ich hab's gefunden. Und darum werde ich offscreen suchen. Oh. Perspektivenfragen. Wie war denn das?